So, willkommen zurück zu Let's Play Legacy of the Void. Alles blind, wie eh und je. Ich muss mich in der ersten Aufnahme ein bisschen entschuldigen, denn mein Programm meinte wieder, den Aufnahmesound auf 100% zu setzen. Einfach so, ohne dass ich davon wusste, was ich natürlich super finde. Deswegen musste ich das nachträglich regulieren, damit ich nicht zu laut bin. Leider ist dadurch der Ingame-Sound in den ersten beiden Parts ein bisschen leiser geworden. Ja, und deswegen ist es ein bisschen doof geworden. Ich habe jetzt vor der Aufnahme mal nachgeguckt, jetzt sollte der Sound passen, das heißt, es sollte standardweise schon leise sein. Und der Ingame-Sound, gerade die Gespräche, sollten auch deutlich lauter sein, dass man es auch ein bisschen besser versteht. Ja, wir haben hier aufgehört. Shakuras wird gerade platt gemacht und wir müssen mal ein bisschen mehr Informationen dafür rausbekommen. Meine dunklen Templer verfolgten den Angriff auf Ayua, als die Verbindung unterbrochen wurde. Dann öffnete sich das Warp-Tor. Was ist vorgefallen, Atanis? Amon nutzte die Kala, um die Templer unter seine Kontrolle zu bringen. Ich fühlte, wie seine Wut mich erfüllte. Doch ich war machtlos dagegen. Zeratul fand mich. Er erkannte, was passiert war. Und... ja? Es gelang ihm, mich zu befreien. Doch er bezahlte dafür mit dem Leben. Er fiel durch meine Hand. Es war Amons Werk, nicht das eure. Zeratul versuchte mich zu warnen, doch ich hörte nicht auf ihn. Er starb durch mein Verschulden. Und sein Tod mindert der Sterneglanz. Egal, ob Amon den Streich führte oder nicht, die Bürde, die ich trage, wiegt schwer, Matriarchin. Es gibt sich dafür also auch noch die Schuld. Karax, selbst ohne das Licht der Kala kann ich eure Trauer und euer Leid spüren. Bereitet euch die Speer des Ardun keine Freude? Genau das ist es, Irach. Ohne die Kala fühle ich mich blind. Ich erkenne weder eure Gefühle noch die wahre Tiefe eurer Gedanken. Ich kann nicht auf das Wissen anderer Phasenschmiede zurückgreifen. Ich bin allein. Ich spüre diese Isolation ebenfalls. Es ist, als wenn ich hilflos im Vakuum des Weltalls schweben würde. Aber ihr seid nicht allein, Bruder. Kaum zu glauben, dass die dunklen Templer diese Existenz seit so langer Zeit ertragen. Die kommenden Tage werden nicht einfach werden. Ihr habt recht, Karax. Wir können uns nicht mehr auf die Kala verlassen. Aber dennoch sind wir eins. Wir werden standhalten. Es gibt keine andere Option. Ja, ist auf jeden Fall die guten Jungs eine ziemliche Ungewöhnung. Wenn man die ganze Zeit quasi verbunden ist mit den anderen, und jetzt auf einmal nicht mehr. Ich meine, die dunklen Templer haben damit weniger Probleme, die haben das schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahrhunderten schon so. Wobei Jahrhunderten eher nicht, aber schon lange haben die es so. Ja. Wird eher menschlich für euch, ne? Ich meine, ich kann auch nicht die Gedanken von einem anderen lesen. Geh mal zum Kriegsrat. Aus der Stasis erwacht. Sie trägt noch ihre Nervenstränge. Sie ist mit der Kala verbunden. Haltet ein. Ich bin Rohana, oberste Bewahrerin der Velari und eure Kriegsberaterin. Ihr müsst der befehlshabende Exekutor sein. Ihr steht nicht unter Amons Einfluss? Wie ist das möglich? Ich spüre, wie Dunkelheit meine Gedanken streift. Doch ich bin frei von ihrem Einfluss. Bewahrer meines Ranges haben die absolute Beherrschung der Kala erreicht. Seid versichert, ich werde das Böse abwehren und euch mit meinem Wissen dienen. Wie alle Bewahrer hüte ich die Erinnerungen und Persönlichkeiten vergangener Protoss-Generationen. Dies ermöglicht mir, eure Entscheidungen mit denen früherer Exekutoren zu vergleichen. In diesem Raum könnt ihr die Zuteilung aller Streitkräfte überwachen. Ich bin Atanis, Hierarch der Dailan. Ich führe die letzten Überlebenden unserer Zivilisation an. Eure Erinnerungen könnten tatsächlich von Nutzen sein, Rohana. Doch wisset eins. Solltet ihr Amons Macht erliegen, werde ich euch vernichten. So sei es. Ich bin auf die dunkelste Stunde der Erstgeborenen vorbereitet. Kommt, ich werde euch alles zeigen. Sorry.
Na, interessant, dass... Das Spielpult ist bereit, Hierarch. Wir können beginnen, sobald ihr Zeit dafür habt. Ja, nachdem ich mit dir geredet habe. Die obersten Bewahrerinnen. Ich kenne nur die Geschichten über sie. Ich hätte nicht damit gerechnet, einer von ihnen an Bord dieses Schiffes zu begegnen. Das sollte euch nicht verwundern, Hierarch. Meine Schwestern und ich sind einzigartig. Von Geburt an wurden wir dazu ausgebildet, die vollkommene Beherrschung der Kala zu erreichen. Ich habe die Kala in ihrem gesamten Ausmaß erkundet, das unendliche Spektrum an Emotionen und Erinnerungen ergründet. Aus diesem Grund wurden wir dazu ausgewählt, uns in Stasis zu begeben, auf dass wir euch in eurer dunkelsten Stunde den Weg weisen. Eure Schwestern befanden sich an Bord anderer Archen? Das bedeutet, sie sind... Eins mit der Kala, gefallen, als die Zerg Ayur überfielen. Ich weiß, was passiert ist. Ich spüre das Verhängnis, das über uns hereingebrochen ist. Mehr, als ihr vielleicht denkt. Auf euch lastet eine schreckliche Bürde, Rohana. Und doch ist es meine Bestimmung, sie zu tragen. Mir zugewiesen in weiser Voraussicht von jenen, die einst dieses Schiff konstruierten. Ich vertraue ihrer Weisheit, Hierarch. Ich werde meine Bestimmung erfüllen, so wie ihr die eure erfüllen müsst. Das ist ein interessanter Charakter. Auch, dass sie, sag mal, ein anderes Master-Kala hat und dadurch ein bisschen widerstandsfähiger ist. Trotzdem zweifle ich daran, dass Amon nicht irgendwann die Kontrolle über sie bekommt. Eventuell passiert immer was. Aber schade, ich habe eigentlich mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt mit den Charakteren, die mit denen wir reden könnten. Ich habe gedacht, Selendis wäre so eine Art Beraterin dann von Artanis, mit der wir reden könnten. Kaldalis wäre dann quasi sein Kriegsmeister, den wir mal in so ein paar Videoclips als Intro mal gesehen hatten. Aber gut, so überrascht es mich dann doch ein bisschen alles. Was ist das hier? Das Konzilpult ermöglicht euch die Zusammenstellung eurer Armee, basierend auf der Protoss-Technologie, die wir uns aneignen. Wählt eine Kategorie von Kriegern aus, um zu beginnen. Okay. Nun könnt ihr eine der beiden Fraktionen für den Einsatz in den kommenden Schlachten wählen. Diese Zuweisungen sind nicht dauerhaft und können angepasst werden, wenn wir unsere Taktik ändern müssen. Viele Schlachten erwarten euch, Hierarch. Wählt eine Fraktion und führt sie zum Ruhm. Ja, so wie damals in dem Zerg quasi. Entweder nehmen wir einen Berserker, am Schaffeln fängt gegen den Boden halt ab, also ein Charge. Wirbelwind fügt einen Gegner an Boden halt in der Nähe Schaden zu. Okay. Ich sehe gerade, hier ist noch eins gesperrt. Was können die? Das klingt cool. Ah, dass sie durch die meinen Verbündeten durchstoßen können. Das passiert ja häufiger, als wenn wir bei Engstellen sind oder so, dass sie sich gerne mal da hinten festfangen. Und dass gegnerische Einheiten kurzzeitig betäuben, ist auch nicht verkehrt. Da habe ich mehr Zeit zu zerledigen. Ich glaube, ich nehme die Prätorianer. So. Hetzer. Regniert sich noch ein Teleport für Kurzzeit Schilde. Für gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Klingt interessant, allerdings arbeite ich mit denen überhaupt nicht so sehr. Ich bin zurückgekehrt. Oh. Das klingt geil, Dragoner. Gab's ja damals im ersten StarCraft. Erhöhter Schaden und Reichweite, erhöhter Trefferpunkte ist schon mal ein sehr, sehr großer Pluspunkt für mich. Und gepanzerte Einheiten auch noch Bonusschaden, klingt auch cool, aber ich glaube, die können sich ja nicht mehr warpen, ne? Na gut, ich lasse mir die Dragoner. Ja, ich glaube, wir sind dann erstmal durch hier, das heißt, wir können die erste Mission machen. In Shakuras. Okay, hier bekommen wir dann die Tees. Das ist nicht immer was Schönes. Okay. Ich frage mich, ob die Zusatzinformationen irgendwie noch von einer Rolle spielen werden, wenn wir spielen müssen. Ah, ich darf jetzt die Folgen vorher ansehen, okay. Okay, ich muss eine Warp-Verbindung anscheinend halten. Protoss-Markthangar? Ich frage mich ja, in jeder Miss-Kampagne konnte man bisher seine Einheiten einmalig upgraden.
Ich frage mich dann, was hier passieren wird. Ich meine, irgendwie müssen wir unsere Einheiten ja auch upgraden, ähnlich wie die Terraner, wie die Zerg, dass man dann ganz spezielle Einheiten hat. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kommt's bald. Oh, interessantes Artwork. So ein scheiß Zellnager. Zellnager ist auch schon so ein Hybrid. Ja, wir haben übrigens erst Donnerstag, also ich nehme ein bisschen vorher schon auf. Aber weil ich gerade die Zeit habe und hier gerade alleine rumsitze, das heißt, ich kann nicht gestört werden, außer es hat einer angerufen, wie vorhin. Hatte den Berg gar nicht gemerkt. Ja, und einfach, ich möchte gerne wissen, wie die Story weitergeht. Ich bin gerade ein bisschen gefesselt vom Spiel. Aber weil die Story direkt knall zugeschlagen hat. Was mir auch gefällt, ganz ehrlich. Ich mag es, wenn die Story sofort ihre Wendung nimmt und ihren Verlauf nimmt. Ich sage manchmal nichts dagegen, wenn eine Story halt langsam reingeht, ne, und dann irgendwann seinen Höhepunkt so knapp gegen Ende hat. Habe ich auch nichts dagegen. Aber wir denken, Starcraft spielen jetzt schon das dritte Spiel davon. Zumindest zum zweiten Teil. Und ja, darf man eigentlich erwarten, dass die Story jetzt allmählich im Höhepunkt ist. Schießen Sie Bonusziele ab, dadurch können Sie die Späher-Atomen besser auf zukünftige Schlachten vorbereiten. Okay. Darf ich jetzt also die ganze Zeit überall Pylons setzen? Das hätte was. Im zweiten, also bei Heart of the Swarm, haben wir ja Kerrigan gehabt als Heldin in jeder Mission. Und hier jetzt einmal mit anscheinend mal Zugriff auf die Speer des Adun. Das klingt interessant. Vor allem, weil noch drei freie Fächer da waren. Ich bin sehr gespannt, was ich noch alles damit machen kann. Amons Zergboten haben sich über ganz Shakuras ausgebreitet. Nur der südwestliche Quadrant von Talimatros ist noch in unserer Hand. Und auch er wird nicht mehr lange standhalten. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Doch die Starthangars sind von Verseuchung überzogen. Wir müssen Bodeneinheiten losschicken, um sie zu säubern. Sobald die Hangars gesäubert sind, können unsere Schiffe über die planetare Warp-Verbindung sicher entkommen. Die Starthangars werden gesäubert. Euer Volk wird überleben, Matriarchen. Das schwöre ich. Gut, alles klar, wir haben die Tees. Okay, also das hier darf ich gar nicht verteidigen. In dieser Schlacht werdet ihr die Hilfe meiner dunklen Templer benötigen. Sie können unerkannt aus den Schatten zuschlagen. Komischer Patrouillenläufer hier. Die Kunden können sich behalten sehen, genau. Arcanis, ich registriere einen sich öffnenden Dimensionsspalt in der Nähe eurer Position. Einen leeren Moller. What the fuck? Bei den Göttern, er greift die Warp-Verbindung an. Garrat, sind die Waffensysteme der Speer des Adun funktionsfähig? Der Orbitalschlag ist einsatzbereit. Beginnen mit der Zielerfassung. Der Moloch ist geschwächt. Krieger, versetzt ihm den Todesstoß. Interessantes Vieh, okay. Also kann ich das Ding doch verteidigen. Die Energiereserven der Stadt. Wenn ihr sie einnehmt, kann euch das in eurem weiteren Kampf von Nutzen sein. Mirage, Orbitalschläge können jetzt über die Kommandokonsole an Bord der Speer des Adun eingeleitet werden. Klingt cool. Das wird umsonst sein, wenn wir die Starthangers nicht rechtzeitig von der Verseuchung befreien. Das ist auch wiederum richtig. Ich brauche mehr die Tees. Auf S haben sie ihren Kürzel.
Okay, wir können jetzt auch Orbitalschläge anfordern. Das klingt cool. Gefällt mir sogar. Schicken wir schon mal 3 hin zum Vespingas abernten. Die Tees brauchen Vespingas. So. Die guten Dinger können keine unsichtbaren Einheiten erkennen. Das können nur die Spawncrawler. In der Tat, der Abschluss von Bonuszielen hilft mir dabei, die Energieversorgung der Sphäre Sardun zu verbessern. In der Stadt gibt es noch 2 weitere Gewölbe. Das Ding, was wir auch schon von der anderen Kampagne halt kennen. Bonusziele, damit wir später auch bessere Upgrades bekommen. Sieht nicht so aus, als ob sie ja... ...haben in diesem Bereich ihre Stellungen verstärkt. Ein Orbitalschlag könnte uns helfen, ihre Verteidigung zu durchbrechen. Oh! Das schaut cool aus. Ah, ich kann mir ihre Ziele anwählen, wie geil! Ja, jetzt kriegen wir mal die Arbeiter, würde ich sagen, ne? Vielleicht da nochmal. Boah, das hat ja was Geiles. Mach da mal alles kaputt. So, mein Freund. Ich brauche mehr Warp Gates. 2 Stück am besten. Man drückt mal hier ein bisschen voraus. Level 1 Upgrade. Ja, jetzt gehen wir langsam mehr Reihen aus. Okay, machen wir alles kaputt. So, noch 3 Stück, dann haben wir erstmal die erste Reihe durch. Ja, lassen wir jetzt mit der Upgrades in Ruhe laufen. Okay. Mission verstanden. Nicht wirklich schwer, aber na gut, wir sind noch relativ am Anfang des Spiels. Aber cool, dass wir so früh schon die Tees bekommen. Die Zerg bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Okay, da holen wir uns mal 2 Tees zusätzlich hinzu. Obwohl, ich kann ja noch einen holen. Stimmt, ich kann ja mehr warpen. Wobei ihr 3 bleibt mal da und killt den letzten Rest schon mal. Ich denke, mit 5 kann ich es halten. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie viele da sind. So, einmal zweimal. Oh. Okay. Overseer. Der Gute kann getarnte Einheiten aufdecken. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, kommt der Angriff noch, oder? Vorsicht, die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Diese Einheiten solltet ihr zuerst ausschalten. Patriarchin Vorazun, der erste Starthanger wurde gesäubert. Fahrt mit der Evakuierung fort. Dann soll ich mir mal ein paar Dragoner herholen, womit ich Lufteinheiten killen kann. Wie komme ich eigentlich... Ach so, da komme ich rüber. Easy, easy. LOL, wie ich mit 5 fast kille. Ein zweiter Moloch. Die Warp-Verbindung wird angegriffen. Ah, ich bin auf dem Weg. Oh, ein Spinecrawler. Solange der Gute ja nicht eingegraben ist, kann er mich nicht sehen. Weg ist es, Nydus-Würmchen.
Alles klar. Der Moloch wurde vernichtet. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, um die Starthangars zu säubern. Wir haben einen zweiten Starthangar gesichert. Hervorragend. Die Hälfte der Hangars stehen für die Evakuierung bereit. Oh. Falsche Taste gedrückt. Ich möchte gerne noch die Bonusziele erfüllen. Die Dragoner gefallen mir jetzt schon, die sind richtig cool, die Einheiten. Ah, wusste ich, dass dieser Bonusziel ist. Ah, ich sehe es gerade. Alles klar. Unter 2000 scheint mir ziemlich easy zu sein bis jetzt. Genau, komm her. Idiot. Ich weiß gar nicht, warum ich das Ganze hier säuber, muss ich eigentlich gar nicht. So, wie geht's jetzt eigentlich hier weiter? Da geht's weiter. Ach, geht eh nur in eine Richtung, ja, ist ja easy. Und jetzt haben mehr Dragoner und noch mehr DTs. Das scheint mir ein ziemlich gute Kombi bis jetzt zu sein. Du kannst weiter abernten. Da oben war nichts mehr, ne? Nur ein bisschen Gas, aber das brauche ich jetzt spontan nicht. Gas. Die Einheiten sind im Krieg schon ein bisschen lang. Ach so, nee, die wurden verlangsamt, okay. Dann kann ich noch kurz mit den Tees einfach aufräumen, ne? Ja. Nur was hier, den haut jetzt mal weg. Gut, gehen wir mal weiter. Sieht easy aus. Könnte ich auch die Speer des Adun mal einsetzen. Aber wie gesagt, momentan brauche ich nichts. Ich kriege es alles mit die Tees so locker easy hin. Wir konnten die Verseuchung entfernen. Es fehlt nur noch ein Hangar. Ja, also wenn jetzt nichts Großes im Wege ist, ist die Mission total einfach bis jetzt. So viel Drama und dann sind die Missionen total einfach bis jetzt. Ja gut, wahrscheinlich kommt gleich hier so ein großes Drecksvieh. Ah, ich dachte, das wäre das Bonusziel. Oh, da oben? Ihr wisst, was getan werden muss. Ja, einmal knechten. Ich könnte ihn zwar auch mit meinem Orbitalschlag killen, aber es dauert mir zu lange einfach. Ja gut, der macht echt wenig Schaden. Also ich glaube, ich könnte sogar einfach hier durchrennen zum letzten Ziel und es dann somit beschaffen. Aber ganz ehrlich, nee. Machen wir's richtig dann. Ihr Jungs, wenn ihr lange bei habt, könnt ihr den mal killen. Ich glaube, die DTs schaffe ich alleine. Können wir eh nichts anhaben.
die machen ja komplett fertig. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. Sollen die Lebenspunkte von der Warp-Verbindung nicht auf unter 2000 fallen oder keinen 2000 verlieren? Weil nicht auf 2000 fallen scheint bis jetzt ja total einfach zu sein. Ach, das geht jetzt auf eine dauerhafte Beschleunigung. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Durch deren Versorgung werden wir in der Lage sein, neue Krieger auszubilden. Was du nicht sagst. Hä? So haben wir einen Angriff auf meine Basis. Na, so viel dazu. Okay, lass mal sehen. Oh, Mineralien, was ganz Neues. Und das letzte Bonusziel. Ausgezeichnet. Die letzten Solarin-Reserven werden gerade geborgen. Bis zur Rückkehr unserer Truppen werde ich den Solarkern modifiziert haben, Irach. Bin ich sehr gespannt, was du dabei draus machst. Kill mir das Ding. Aber cool, wie unglaublich schwer die Mission ist, wenn die Dinge einfach mal noch nicht eingegraben sind, wenn ich angreifen möchte. Er ist ein Arschloch, der verlangsamt meine Einheit und verpisst sich dann einfach. Kann ich von hier oben aus schießen? Ja, kann ich. Immerhin ein Zergling. So, ich weiß, ihr wollt metzeln, aber übertreibt es nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist, das mich sehen könnte. Theoretisch bräuchte ich gar kein Gas abzehren, so viel wie ich hier finde. Oh, Ulis! Hep, 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 hep. Da ist noch was hier. Na komm, mal Schluss. Alle Starthangar sind wieder unter unserer Kontrolle. Matriarchen, wir können nun die Evakuierung abschließen. Ihr habt mein Volk gerettet, Artanis. Das werden wir euch nie vergessen. Wow, easy. Und alle drei Ziele erfüllt. Tatsache, auf unter 2000, wie soll das denn gehen? Voll auf normal, wohlgemerkt, ne? Ja. Bevor der letzte Lehrenmolch erscheint, wäre interessant zu wissen, wie viele gekommen wären. Gut, machen wir weiter. Können wir jetzt gleich bestimmt noch ein paar Dialoge eröffnen. Oh, da ist schon wieder dieser Loading-Screen-Fehler. Vielleicht kommt... Wobei, die wollen ja demnächst patchen. Ich glaube, heute sogar um Mitternacht ungefähr wollten sie patchen. Vielleicht tun sie auch unter anderem solche Fehler beheben. Trotz dieser Tragödie freue ich mich, euch zu sehen, Hierarch. Ich hatte gehofft, ihr würdet bei unserer nächsten Begegnung die Rückeroberung Ayurs verkünden. Ich ebenso. Stattdessen haben wir die Templer verloren. Dann steht es schlimmer, als ich dachte. Wir müssen verhindern, dass Shakuras dieses Schicksal teilt. Dafür ist es zu spät. Arme Zerg strömen aus dem Warp-Tor wie eine Flut aus Fleisch und Knochen.
Tanematros wurde bereits überrannt und nun nähern sie sich den Schreinen von Lithul. Diese Welt ist verloren. Der Feind ist zu mächtig. Shakuras muss zerstört werden. Shakuras zerstören? Das werde ich nicht zulassen. Zulassen? Shakuras war die Heimat meines Volkes, lange bevor wir dem Euren hier Zuflucht gewährten. Dieser Planet wird niemals Heim für Amons Scherben sein. Welten mögen untergehen, doch wir müssen standhaft bleiben. Shakuras und Ayure, welch ein Verlust. Wir sind ein Volk von Vertriebenen. Unsere wahre Heimat war seit jeher Ayur. Lasst sie uns gemeinsam befreien. Rashagan prägte diese Welt. Nur ihrer Tochter gebührt diese Entscheidung. Lasst uns mit den Vorbereitungen beginnen. Wie wollen wir den Planeten auseinandernehmen, frage ich mich spontan. Der Solarkern bedarf eurer Aufmerksamkeit, Hierarch. Bitte stattet um einen Besuch ab, sobald ihr Zeit dafür habt. Ja, im nächsten Part, um genau zu sein. Bis dann!